Hallo und herzlich willkommen hier in den tiefen Katakomben der Müllhalde. Ja, wie soll man es sonst anders sagen? Wir sind hier auf einer Müllhalde und zurück bei Book of Unwritten Tales Teil 2. Dem neuen Update, das jetzt gerade rausgekommen sind. Und wir wollten uns hier noch in der Höhle noch ein bisschen weiter angucken. Nachdem die Ratte drüben ja entsprechend uns, ja, hier ein bisschen rausgeworfen hat. Schauen wir uns mal diese Höhle an. Ah, Wilbur, da bist du ja. Hast du es dir anders überlegt? Nein. Ich will nur hier raus. Bedauerlich. Ach, du könntest doch, ja, er könnte doch weniger depressiv sein und hier sich einfach ein bisschen kollegial gegenüber den anderen hinstellen. Naja, aber klar, wenn man jetzt so betrübt ist, dann wird es natürlich nichts. Was willst du in dem finsteren Loch? Dort unten habe ich vor Jahren deinen Zauberstab gefunden. Mein Großvater, eine Abenteuerratte, wie sie im Buche steht, ist in dieses Loch gestiegen, um zu erforschen, was dort unten ist. Als er nicht zurückkehrte, hielten ihn alle für tot. Nur ich nicht. Du bist ihm gefolgt? Trotz aller Warnungen. Nur gefunden habe ich ihn leider nicht. Dafür aber einen Zauberstab. Als ich ihn gerade untersuchte, stürzte sich ein furchterregender Geist auf mich und ich flüchtete. Ich weiß nicht, warum ich den Stab mitgenommen habe. Vielleicht wollte er mitgenommen werden. Als einige Jahre später ein kleiner Gnom in die Stadt kam und sich in den Kopf gesetzt hatte, Magier zu werden? Ich war sehr stolz auf meinen Stab und hab gleich, naja. Okay, es gibt also noch eine gewisse Hintergrundgeschichte zu dem Zauberstab. Und ich frag mich, was ist mit dem Geist unten? Hat er ihn beschützt oder hat er die Leute vor dem Zauberstab beschützt? Ich weiß es nicht. Es kann ja auch sein, dass die Leute den Zauberstab da unten, ja, weggesperrt haben oder versteckt haben. Okay, schauen wir. Wie ist der Zauberstab dorthin gekommen? Und wem gehört er? Ich weiß es nicht. Dort unten gibt es alte Ruinen und viele dunkle Geschichten. Wenn ich herausfinde, wessen Stab es ist, finde ich vielleicht auch eine Möglichkeit, seine Macht zu brechen. Oh, wir haben einen Endgegner. Remy, ich wollte mich noch bedanken für alles, was du für mich getan hast. Du hast Timmy das Leben gerettet. Du hast uns Ratten satt gemacht, als es in der Stadt nichts zu essen gab. Du musst dich nicht bedanken. Ich würde euch ja wieder helfen, aber ich kann nicht. Du kannst es, aber vielleicht brauchst du Zeit, um dich daran zu erinnern. Na, wahre Worte. Der Zauberstab. Er hat sich schon ein paar Tage zuvor seltsam verhalten. Ich dachte, ich würde einfach nur immer besser im Zaubern werden. Ich hätte aufmerksamer sein müssen. Und Alistair hätte ihn genau untersuchen müssen. Und ich hätte dich nicht bitten sollen, den Golem zu bauen. Niemand hat Schuld daran, was passiert ist. Oder wir haben alle Schuld daran. Ganz wie du willst. Entscheidend ist, dass wir aufstehen und weitermachen. Richtig. Nein, entscheidend ist, dass wir nachdenken. Das letzte Mal habe ich immer einfach weitergemacht. Und wir kennen das Ergebnis. Ach Junge, bist du depressiv? Das geht ja gar nicht. Hier, nimm Stimmungsaufheller und dann geht es wieder. Also bitte, wo sind wir denn hier? Der Zauberstab. Mit ihm stimmt etwas nicht. Er ist zu mächtig. Wie meinst du das? Zaubern ist nichts anderes, als die um uns frei herumfliegende Magie zu fokussieren und dann zu nutzen. Gute Magier können kleine Zauber auch ohne Stäbe wirken. Aber die meisten brauchen Stäbe, um die Magie zu bündeln. Und besonders mächtige Zauberstäbe sammeln die Magie besonders gut ein? Ja, und die mächtigsten bündeln sie nicht nur, sie verstärken sie auch. Aber dort oben im Lehrerzimmer war es anders. Der Erzmagier hat gezaubert, Munkus hat gezaubert. Richtig. Woher kam dann all die magische Energie, die nötig war, um Alistairs magischen Schutz zu überwinden? Genau. Es ist beinahe,
als wäre der Stab selber eine Quelle magischer Energie. Aber von sowas habe ich noch nie gehört. Ein Grund mehr, der Sache auf den Grund zu gehen. Ein Grund mehr, nichts zu übereilen. Das ist zu groß für uns, Remy. Pah. Ja, oder es hat doch noch irgendwas hier mit dem guten Wilbur zu tun. Ja, damit könnten wir ihn zumindest mal dieser Geist, der dich damals verfolgt hat, glaubst du, er ist noch dort unten? Ich habe mich jahrelang nicht zurück in die Dunkelheit gewagt, weil ich davon überzeugt bin. Vielleicht solltest du dann besser nicht dort hinabsteigen. Ja, vielleicht. Aber einer muss herausfinden, was es mit dem Stab auf sich hat, oder? Remy! Mut und Zuversicht, Wilbur. Mut und Zuversicht. Viel Glück. Okay. Ja, sind wir gespannt, was mit ihm los ist. Oh, hier gibt's ja auch wieder ein Hamsterrad. Hier unten gibt es nicht viel, das es nicht gibt. Hamsterräder zum Beispiel. Ach, nehmen wir gleich mit, ohne dass wir hier entsprechend uns um irgendwas kümmern. Okay, hier ist noch ein Rohr. Ein massives Rohr. Vielleicht aus Eisen oder Blei. Vermutlich leitet es irgendwas aus der Stadt in eine der Höhlen hier unten. Und vermutlich will ich lieber nicht wissen, was es ist. Das gleiche habe ich auch gerade eben gedacht. Irgendjemand muss doch die Rohre hier verlegt haben. Wie sind diejenigen hier in den Untergrund gekommen? Und noch viel wichtiger, wie sind sie wieder rausgekommen? Höhlenmalerei? Ich musste mir im Weißkammgebirge lange Vorträge des Kellermeisters über verschiedene Steinsorten und Mineralien anhören. Ich kann nicht behaupten, dass ich aufmerksam zugehört hätte, aber das da sieht mir wie eine Kohleader aus. Okay, ich wette, wir brauchen nachher noch die Kohle. Wie landet sowas nur im Müll? Wenn ich eine Bongo-Trommel hätte, würde ich den ganzen Tag damit spielen. Und andere würden sie deswegen auf den Müll werfen. Verstanden. Mir ist nicht nach Spielereien. Ich will raus hier und nach Hause. Ach, du... Depp. Vielleicht ist das ein Symbol, das Besucher vor dem Bösen dort unten im Loch warnt. Oder vielleicht hält es das Böse dort unten in Schach. Es gibt uralte Zeichen, die genau so etwas können. Okay, das haben wir. Ich will auf der Bongo spielen, komm. Mir ist nicht nach Spielereien. Ich will raus. Ja, okay, dann halt nicht. Und dann schauen wir nochmal runter. Das Loch ist unheimlich. Wenn man sich ihm nähert, fühlt es sich an, als würden kalte Finger nach einem tasten. Okay, dann schauen wir hier mal, ob wir hier irgendwas noch benutzen können. Nö. Einmal hier, das sieht auch nicht danach aus. Hier noch irgendwie der Sack auch nicht. Hamsterrad. Okay, irgendwas Kreuz benutzen. Hamsterrad mit Stick. Ich wüsste nicht, was das bringen sollte. Ich auch nicht, aber wir probieren es ja einfach mal. Der Pelz würde sofort herausfallen. Ich brauche etwas, um ihn zu befestigen. Warum sollen wir... Ach, statische Elektrizität erzeugen mit einem Hamsterrad. Okay, ich hab... Ah! Hey, was soll das? Er ist wieder da. Gebaut? Ich würde ja gerne, aber ich stecke fest. Hey, nicht. Lass das. Findest du? Brüt! Oh, geil. Er ist wieder da. Jawohl. Hey, Kleiner. Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Hallo? Ich glaube, er versucht sich vor mir zu verstecken. Vermutlich habe ich ihn erschreckt. Freud! Diddlit! Er ist zurück! Oh, cool.
Wir brauchen ein altes Seil. Sieht noch recht brauchbar aus. Ich kann mir schon vorstellen, was jetzt passieren wird. Seil nach oben schmeißen, rausziehen, Rohr bricht ab, oder? Ich komm nicht ran. Ah, okay, hab verstanden. Kurzes Stückchen. Hab's. So, Seil über Rohr. Hep. Das war's noch nicht. Okay, das ist es auch nicht. Das Hamsterrad hat zwar ein gutes Gewicht, aber es ist zu unhandlich, um es samt Seil zu werfen. Ja, dann... Ich knote den Stock ans Seil. Fertig. Okay, dann den hier drüber. Hep. Immer noch zu leicht. Okay. Ich habe den Gummischlauch aufgeblasen. Aus. Ja, ist ja okay. Ziehe das Seil. Der Pelz ist weich und leicht. Damit kann ich das Seil nicht heranziehen. Ich denke, wir müssen das Säckchen hier noch mit irgendwas auffüllen. Aber es sieht nicht so aus. Haben wir noch irgendwas in der Gegend? Er reagiert nicht auf mich. Vielleicht will er die Sache einfach aussitzen. Okay. Ob ich... Nein. Selbst wenn ich ihn mit einem Lasso einfangen könnte. Er sieht nicht kräftig genug aus, um mich hier herausziehen zu können. Okay, Mist, wir müssen... Das ist ein leeres Säckchen. Ich würde es gern mit Sand füllen, damit... Ein Pelzstreifen mit... Ja, hab ich ein bisschen... Ein Pelz... Ja, ist okay. Okay. Ich knote den Stock ans Seil. Fertig. Okay, jetzt noch den hier auch dran. Anscheinend doch nicht. Das Hamsterrad hat zwar ein gutes Gewicht. Na ja, ich hab's ja kapiert. Es muss aber doch trotzdem irgendwo... Wir brauchen noch irgendein Gewicht? Das gibt's doch nicht. Ob ich... Selbst wenn ich... Okay. Nochmal. Komm. Hep. Immer noch zu leicht. Ja, aber was soll ich nehmen? Ah, ist das... Ich knote den Stock ans Seil. Fertig. Okay. Ein Pelzstreifen mit ziemlich... Ja. Ich habe den Gummischlauch... Sehr schön. Ich würde den ja gern... Nee. Nehmen wir das mit dem? Nee, auch nicht. Das Rad sieht nicht aus, als sei... Na, okay. Das Hamsterrad hat zwar ein gutes Gewicht. Was kann ich denn mit diesem leeren... Wenn du mir hier raushilfst, bekommst du von mir ein formschönes und praktisches leeres Säckchen. Nichts. Okay, die können hier gar nichts machen. Es muss doch hier irgendwie eine Möglichkeit geben, das Ganze. Na, ist das ein... Nein. Ich muss den hier... Er ist zu leicht. Okay, ich muss mit dem Stückchen wahrscheinlich irgendwas anderes machen. Weil das Ganze trennt sich ja immer noch. Immer noch zu leicht. Okay. Hey, du! Hallo! Ich will doch nur... Ja! Das war die Lösung. Ein etwa faustgroßer Stein. Hätte wehgetan, wenn ich ihn an den Kopf bekommen hätte. So, der wird... Reicht der? Ich hoffe, das hält so. Okay, also nochmal drüber.
Na also. Also schön. Und jetzt kräftig. Boah. Das war's. Hey, warte. Ich tu dir doch nichts. Ja, das glauben wir nicht, aber er ist zurück. Ich glaub's nicht. Das Seil hat mir gute Dienste geleistet. Vielleicht kann es das erneut. Ah, ja. Raus aus den Schulden, raus aus dem Loch. Wir haben es geschafft. Es ging raus hier aus dem Loch. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Morgen gibt's eine neue Folge von Book of Unwritten Tales. Ich freue mich, dass... Flütlüt! Er ist zurück. Dann bis morgen zu einer neuen Runde. Und ja, wir sehen uns. Gebt ein Like. Ciao.